Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,10 $, also eigentlich ziemlich genauso wie gestern. Bitcoin ist aber wieder ein bisschen abgefallen. Also, was heißt ein bisschen? Es ist eigentlich gar nicht abgefallen, so, ne? Wir waren gestern bei 64.000, jetzt sind wir bei irgendwie 63.000. Naja, eigentlich alles sehr stabil und normale Preisfluktuation. Ich bleib trotzdem mal gespannt, ob das jetzt so für die nächste Zeit erstmal der Breakout war oder ob wir jetzt über die 100.000 kurzfristig gehen werden. Bleiben wir mal gespannt. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr, sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Flair Community schreibt hier: Herzlichen Glückwunsch zum 1.000.000. Block auf Songbird. Wenn ihr Songbird besitzt, dann herzlichen Glückwunsch an euch. Wir sind sehr, sehr früh. Die Party hat noch nicht mal begonnen. Also hier Flair bzw. Songbird, die 1.000.000. Transaktion, der 1.000.000. Block. Dann geht es aber natürlich weiter mit den Ripple News. Und zwar ist es ja mittlerweile schon ein kleiner Witz geworden hier, dass weitere Partnerschaften angekündigt werden. Und hier schreibt Ripple: Wir sind aufgeregt, ankündigen zu können, dass seit der Etablierung unserer Partnerschaft mit Trangolo im März diese ihren ersten On-Demand-Liquidity-Service in den Philippinen anbieten, mit weiteren Plänen für mehr Korridore in den kommenden Monaten. Da schauen wir einmal rein in den Artikel hier von Ripple Insights, natürlich auf Deutsch. Die Partnerschaft von Ripple und Trangolo Singapur erreicht neue Höhen im asiatisch-pazifischen Raum. Also weitere Partnerschaften, beziehungsweise nicht jetzt neue Partnerschaft, aber weitere Errungenschaften, die die Partner von Ripple hier auszeichnen, beziehungsweise verzeichnen können. Also sehr, sehr cool, wollte ich euch darüber informieren. Dann geht es weiter mit Stefan W. Huber. Er schreibt hier: Könnt ihr das glauben? Vitalik Buterin schlägt vor, dass man den Konsensalgorithmus vom XRP Ledger als eine mögliche Lösung für das Problem von Ethereum und die Basis für Ethereum 2.0 nehmen sollte im September 2014. Also so viel zu Ethereum ist final und dezentralisiert, wenn XRP immer das einzig Wahre war. Also wir sehen, das, was XRP schon lange, lange, lange macht, wird jetzt auch mal langsam, oder was heißt jetzt, aber wird dann auch langsam von anderen Coins entdeckt und dort wird gesagt, ja, wir könnten das ja eigentlich auch so machen. Oder besser noch, oh, wir haben eine ganz neue Idee jetzt, wie man es machen könnte, während XRP das schon seit Jahren macht und perfekt nutzt, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch einen Tweet von Ripple. Sie sagen hier, um mal die Nachhaltigkeit in der Fintech-Branche und in Krypto generell zu adressieren, sagen wir, es ist wichtiger als jemals zuvor. Also lasst uns mal ein bisschen darüber reden, über die Nachhaltigkeit in unserer Industrie. In Klammern ein Thread. Da haben wir hier einmal ein kleines Ratespiel, wie viel Geld kann durch eine verbesserte Ökonomie jedes Jahr oder bis 2030 gespart werden. 26 Trillion ist hier die richtige Antwort. Dann haben wir hier noch einen kleinen Artikel, der Weg nach vorne, Nachhaltigkeit in der Kryptowährungsindustrie, auch mit Sicherheit ein spannendes Thema. Dann hatten wir gestern schon einmal hier Fojack und den Mr. Pool Drop, falls ihr den wieder vergessen habt. Das war der Original Drop, dann hatte Fojack den einmal hier so um 180 Grad gedreht. Und jetzt haben wir hier noch einen weiteren Punkt von ihm. Freitag wird der 33. Tag sein. Also heute 33 Tage. Könnte auf jeden Fall eine Verbindung sein. Red Collie schreibt dazu, dass etwas explodieren wird wie ein Vulkan. Keinen ruhigen Moment danach. Ist natürlich sehr naheliegend, Ausbruch wie ein Vulkan. Dann geht es weiter von Danny Dark Omega. Er sagt hier: Was, wenn mit 8.23 nicht der 23. August gemeint war? Aber Kax hat geschrieben, ich chille bis zum 23.08. bzw. 8.23. Dann haben wir hier verschiedenste Interpretationen. Hier und hier 23.08, die Explosion bzw. der Mr. Pool Drop von vor einem Jahr. Dann geht es noch weiter von 589. Er hat hier einmal XX. X10, X24 der numerische Wert, also 4, 6, 10, 4 mal 6 ist 24, 10, 24, 24 ist der 10. Dann haben wir vom XRP Whale nochmal für die neueren Zuschauer hier. Erinnert euch an den Nutzen von XRP.
hier einmal die Transaktionen pro Sekunde. Dash 10, Bitcoin 16, Ethereum ebenfalls 16, Bitcoin Cash 24, Litecoin 56 und XRP über 1500. Das Ganze einmal hier verbildlicht. Dann haben wir ein Video von Brad Garlinghouse. Mason vs. Lewis hat das Ganze hier gepostet. Shoutout zu XRP Twitter. Ein Video vom Bank XRP Channel, da schauen wir einmal rein. Well, look, Twitter has had an interesting, in my judgment, role that I have never seen before, because there are some amazing people out there, which I'll just generically call the Twitter sleuths, and they have found, you know, videos of, you know, people at the SEC, whether it's Jay Clayton or Director Bill Hinman, or more recently, the new chair, Gary Gensler, whom you had on this morning. You know, saying things like, you know, hey, that the status isn't clear, or saying, hey, you know, 75% of the market of crypto is not securities. This is a quote from Gary Gensler that now saying, well, no, he views most of it, if not all of it, as a security. So I think it's clear that the market has not had clarity. I think it's, that is certain, you know. Interessant auf jeden Fall, immer wenn man Brad Garlinghouse sprechen sieht. Genauso wie hier, der Bank XRP Channel hat nämlich noch ein Video von Brad Garlinghouse gepostet. Da geht es darum, dass Krypto ebenfalls reguliert ist. There is, I think, a narrative that has been put out there, particularly by some parts of at least the US government, that crypto is not regulated. I will tell you, crypto is regulated. Ripple is regulated. Yeah. We are regulated by, I mean, FinCEN, you know, we're registered in New York DFS. We registered, you know, the CFTC regulates crypto. This right. idea that crypto in the United States is the Wild West, you know, every Ripple transaction is going through a regulated endpoint of a financial institution. You know, if you're Coinbase, every account's KYC. Like, I think there are, the idea that it's not regulated, I just think isn't, that's not where we are today. Mm-hmm. Dann geht's weiter von Ian Northing. Er hat hier einen Artikel von You Today, in dem Brad Garlinghouse sagt, dass Ethereum XRP nur überholen konnte wegen der SEC. Also sagt er hier, weil es damals eben mit Ethereum regulatorische Klarheit gab, wurde Ethereum dann weiter adaptiert anstelle von XRP. Und das würde sich natürlich jetzt ändern, wenn Ripple dann die Klage endlich mal ausfechten würde. Dann geht es weiter von Valjester, den hatten wir auch länger schon nicht mehr. Er schreibt hier, Ripple ist long on Bitcoin, haben sie selbst gesagt, so lange bis es gebannt wird. Also auf jeden Fall immer noch die Theorie, dass Bitcoin irgendwann verschwinden wird. Tammy schreibt, 13 ist 2, in Klammern die Erntezeit, Sommer 589 Winter, 14 ist 5, also 11.5 in London. Sehr, sehr crazy, macht gerne kurz Pause, wenn ihr das eben verarbeiten wollt, sag ich mal, muss man kurz eine Sekunde drüber nachdenken, aber dann könnte es auf jeden Fall Sinn ergeben. Dann haben wir hier Crypto Knowledge, er hat einen neuen Post vom Archilect entdeckt, in dem sehen wir einmal das Schild 11.5 und hier oben 11.9, also 11.5 bis 11.9, mögliche Interpretationen. Dann haben wir nochmal Ripple hier mit den ganzen Jobangeboten, die die haben. Wir stellen ein, sehr, sehr interessant, und dazu schreibt der XRP Crypto Wolf, Ripple stellt jeden Tag neue Leute ein, was ein positives Zeichen, dass die Firma wächst, auch wenn sie gerade von der SEC verklagt wird, also es schadet ihr in der Form nicht. Dann haben wir noch Galaxy, Man XRP. Er schreibt, heute ist mein Geburtstag, kannst du den Switch nicht einfach umlegen, David Schwartz. Und dann schreibt David Schwartz hier, you got it. Und dann haben wir hier Feelings, on, off. Also, ich bin mal gespannt, was das noch für Interpretationen hier gibt. Und dann haben wir noch zwei kleine Fun-Tweets. Einmal hier, XRP umgeben von den Schafen. Und der letzte Tweet für heute kommt von Anders L. Er schreibt hier, wollt ihr mal was Lustiges hören? In einem hypothetischen Szenario, in Klammern sehr unwahrscheinlich, wo Ripple 1,4 Milliarden Euro Strafe zahlen muss, würden die dann entsprechend pleite sein und dann wäre XRP alleinstehend. Auch, also dann wäre XRP quasi die Security, also ein Wertpapier von Ripple, aber Ripple wäre ja pleite. Das heißt, dann wäre XRP ein Wertpapier, eine Aktie von einer Firma, die es gar nicht mehr gibt, mit halt einem Preis von nicht kaum. Wenn jetzt Ripple natürlich pleite geht, dann wird der Preis natürlich auch stark droppen. Aber ich sag mal, trotzdem würde es noch bei 20, 30 Cent meiner Meinung nach getradet werden. Und da hätten wir immer noch Millionen im Markt,
auch wenn Ripple gar nicht mehr existiert. Das wäre auf jeden Fall natürlich nicht lustig, weil wir alle gut in XRP investiert haben, aber trotzdem wäre es auf jeden Fall ein mögliches Szenario und das wäre natürlich sehr, sehr absurd. Das versteht auch der Letzte. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.